Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Mystery Tales. Wir haben alles beisammen und da können wir jetzt das Klavier reparieren. Her, da und dahin. Nein, noch nicht. Ihr jetzt aber. Okay, was? Hä? Meine ich? Drücke die Klaviertasten in der richtigen Reihenfolge. Entsprechendes Hinweis: Die Anzahl der Tasten, die du finden und drücken musst, erscheint neben jeder Note. Viermal, okay. Wähle eine Note auf dem Blatt und wähle dann die passende Klaviertaste. Wie so, B und da. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay, das war's. Offensichtlich. Gut, den da. Ein, zwei, drei, vier. So, das D. D. Genau, noch ein D. D. Und noch ein D. Po sollen wir finden. Po. Nochmal Po. Es ist voll das Konzert hier, ehrlich. So, ja. Okay, warte mal, der scheint grün, der scheint gelb. Der scheint sogar rot. Hat das was zu bedeuten? Du. Du. Du wie Dortmund? Da. Okay. Und das ist der da. Und der da. Und der da. Und der da. Ja! Löse fünf Minispiele, ohne eins zu überspringen. Okay, hey Leute, wir kommen hier raus. Cool. Warte mal so. Katschi. Da unten ist etwas Brauchbares. Ja, aber lass uns erstmal hier rumfummeln. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber gar nichts davon. Okay. Untergeschoss. Herrlich. Die Kamera funktioniert hier. Oh nein. My magnificent house is almost complete. The furnace in the basement will be its heart, nourishing it with infinite energy. Okay. Der Ofen ist das Herz des Hauses. Das heißt, wenn ich ihn zerstöre, dann kann ich uns alle befreien. Sehr gut. Okay, aber erstmal das dann lieber mit. Yes. Finde einen Weg aus dem Pumphaus. Ja. Hier gibt es doch noch mehr. Du hast ein Souvenir gefunden. Ich weiß. Der Hammer, gell? Oh. Was ist das? Das nehmen wir mit. Und Spinnenweben. Ich sollte sie besser wegwischen. Wusch, wusch, wusch. Hat funktioniert. Und hier kommt eine Sonne hinein. Okay, was ist das? Kabel und ein Nagelschneider. Aha. Hier, den können wir doch dafür direkt verwenden. Sehr gut. Sehr gut. Nachrichten. Viele Seelen bewohnen dieses Puppenhaus, aber es ist so riesig, dass du nie eine von ihnen treffen wirst. Du bist dazu verdammt, hier für immer hinzuwandern. Warum hat er diese Nachricht hinterlassen? Ich meine, und in normaler Größe. Hä? Wie ist er überhaupt hier reingekommen? Ah, ich muss kreativ werden. Wenn es gefroren ist, bricht es leichter. Erstmal kommst du hier dran. Genau, und dann können wir gleich mal nach oben gehen. Fummel, fummel, fummel. Und die beiden zusammenbringen, ne? Ja, genau. So, hier unten ist auch noch so eine Uhr. Und da, die Hitze des Ofens hat die Stangen biegsam gemacht. Ich brauche etwas, um sie zu verbiegen. Oh, warte mal, das nehme ich auch noch mit. Was ist das? Ein Schminkpinsel. Ich werde es aufschneiden müssen. Ja, ist gut. Ah. Holz. Es werde Holz. Wir können den Ofen einfach überladen. Wäre das nicht viel cooler? Wäre das nicht eine super Idee? Und außerdem, wo sind die Dinger? Na gut. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Da oben müssen wir hin, ne? Hier, ich würde erstmal gerne das hier in Ordnung bringen. Hallo, ihr beiden. Oh. Oh, und da wird gewimmelt. Sehr cool. Gut, bei Tag ein Reifen, bei Nacht eine Schlange.
Was? Wie bitte? Mystery Tales, das ist ja das Logo. Cool. Bei Tag ein Reifen, bei Nacht eine Schlange. Huh. Was ist es, das seine Zähne nie zum Essen benutzt? Ein Kamm. Zum Beispiel. Eine Bürste? Eine Bürste geht auch. Was wird immer nasser, je mehr es trocknet? Regenschirm? Nein. Immer nasser, je mehr es trocknet. Blumen? Nee. Was? Was? Je mehr es trocknet. Ein Geschirrtuch? Auch nicht. Keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Menno. Je mehr es trocknet. Da? Nee. Ein Handtuch? Oh, okay. Fünf Zimmer, aber nur eine Tür. Da. Eine Blume, die in der Hand gepflanzt wird und blüht, wenn es regnet. Die in der Hand gepflanzt wird und die blüht, wenn es regnet. Der hier. Ja, okay. Was geht vor, ohne sich von der Stelle zu bewegen? Uhr. Was fliegt, aber kommt nirgendwo an? Zeit verfliegt. Feuer? Nee. Was fliegt, aber kommt nirgendwo an? Was fliegt? Was fliegt? Nee. Fliegt und kommt nirgendwo an. Ein Hut? Nein. Du da? Nee. Nee. Was fliegt und kommt nirgendwo an? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schuhe? Nee. Feuer? Auch nicht. Was fliegt und kommt nirgendwo an? Das hier unten kann ich gar nicht richtig erkennen, aber das ist auch nix. Was fliegt? Puh. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Nein. Nein. Ich komme nicht. Oh. Mystery Tales? Was? Das Logo? Okay, ja, verstehe ich nicht, aber ist gut. Ich sitze oben, aber springe ab, wenn ich einen Bekannten treffe. Hier? Nee. Ich sitze oben, aber springe ab. Hier? Nein. Du? Auch nicht. Weiß ich nicht. Was ist denn oben? Okay. Ich sitze oben. Der Schuh? Auch nicht. Hier? Nein. Ich komme nicht drauf. Ich bin zu doof. Okay, das nicht. Nee. Sieht fast aus wie ein Teebeutel hier, aber da scheint ja noch mehr dahinter zu stecken. Sitze oben. Nee, die nicht. Die Schnürsenkel. Ach, hier. Oh, natürlich Hut ziehen. Was hat keinen Kopf, keine Arme, keine Beine, hat aber eine Zunge? Kein Kopf, keine Arme, aber eine Zunge. Ja, hier. Genau. Es ist etwas, das einem, was, das in einem Paar kommt, das du gegenüber deinen Haaren trägst. Es ist etwas, das in einem Paar. Schuhe. Nicht Schuhe? Ah. Okay, Socken. Ja. Ich werde durchnässt, damit du es nicht musst. Das ist leicht.
Ich ziehe meine Kleidung aus, wenn du deine Kleidung anziehst. Ich ziehe meine Kleidung an, wenn du deine Kleidung ausziehst. Was? Was? Wenn ich mich anziehe. Ach, hier. Ja. Eine Vase. Sehr gut. Jawohl, gefunden. Eine Vase. Ich freue mich. Die kommt dorthin. So. Na, was haben wir denn hier? Guck mal, ein Gewicht. Was mache ich mit dem Gewicht? Was ist hier noch? Ach ja, da fehlt noch die Kurbel, ne? Hm. Ja, das passt aber leider nicht hierzu. Okay. Hey, du. Ich hoffe, ich kann sie alle retten. Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Warte mal, der Pinsel. Vielleicht ist da noch ein bisschen was an Puder drin. Nein, ist es leider nicht. Ich brauche noch richtig Puder. Hm. Na gut. Hier ist es doch staubig genug, das sollte gehen. Da ist nix. Wusch. Nix. So, nix. Das, was haben wir hier noch? Ach ja, genau. Haha. Das Gewicht da drunter. Nein, das Brett da drunter. Ah, das geht. Und jetzt kann ich auch die Zange nehmen. Und mit der Zange sollte es ein leichtes sein. Genau. Katsching. Ich habe einen Metallstab gefunden. Na. Es könnte kaum aufregender werden. So, hier. Kann ich damit die auseinanderbiegen? Kann ich noch nicht. Was brauche ich denn noch? Achso, die Kabel vielleicht. Okay, das geht. Cool. Lösungsmittel und ein Eisspray. Und Münzen. Herrlich. Herrlich. Wo war das mit dem Eisspray noch? War das hier? Ja. Psst. Klasse. Dass sowas in einem Puppenhaus herumliegt. Der Hammer. Yay! Eine Gabel und Soda. Nee, was ist das? Talkumpulver. Braucht man zum Schmieren, ne? Oder Ölen. Da haben wir noch nichts. Also zum glitschig machen auf jeden Fall. Nein. Nein. Hier vielleicht. Okay, das könnte gehen. Das geht tatsächlich. Okay. So, was haben wir denn da? Oh, was? Platziere die Spielsteine in der richtigen Reihenfolge entsprechend des Hinweises. Benutze die Pfeile des Schieberegels, um nach oben und unten zu bewegen und einem Spielstein zu greifen und los zu sein. Spielsteine können nur mit dem blauen Spielstein getauscht werden. Richtig platzierte Spielsteine werden grün markiert. Okay. Aha. Also, das heißt, das geht nur so, ja? Das geht nur so. Okay, cool. Warte mal, jetzt der hier kommt. Das ist doch dieser hier. Ah, das könnte komplizierter werden. Okay. Also, ganz oben muss der da stehen. Und mal so. Und dann kommt der hier. Okay. Und dann, nee, das wird doof. Das wird echt doof. Warte mal, lass mich das mal anders machen. Nimm mal den. Ach, jetzt wird das noch umgedrückt, verdammt. So ein Dreck. Der hier muss doch noch ganz unten. Okay, so. Oh, warte mal. Oh, so geht das auch. Okay. Warte mal. Ja, cool. Fertig. Noch nicht fertig. Kann ich den denn ganz nach unten bringen? So. Ah, so geht's. Okay. Klasse. Gut, und du kommst doch bestimmt hier dran, ne? Jetzt habe ich mich verjagt. Aber hier ist die Sonne drin. Haha. Hier kommt die Sonne. Okay, und Federn und das letzte Dingelchen. Ausgezeichnet. Federn und eine Handpuppe. Schön. Ja. Ah, das haben wir schon gesehen, ne? Übertrage den Druck zwischen den Manometern so, dass die Zeiger des mittleren Manometers im grünen Bereich landet. Um den Druck zu übertragen, wähle das Manometer aus, von dem du Druck nehmen willst und das Manometer, auf den der Druck übertragen werden soll. Okay, das sind 10, also ich brauche hier 5 in der Mitte. Okay.
Ja, okay, cool. Also 3 hier hin. Dann haben wir da 5. Das geht aber nicht. Das ist klasse. Das wäre auch sonst zu leicht, ne? 5. Da können wir die 3 noch hinbringen. Das bringt also gar nichts. Das war nicht gut. Das ist auch egal. 8. 5. Ne, wie mache ich jetzt am cleversten? Achso, ich kann das ja auch so machen. Genau. 8, 3. Dann haben wir hier 5 und das sind 8. Ne, das war doof. 10, 1. Okay, einen haben wir hier am Start. Gut, so. 2 sind da am Start. Cool. Jetzt hier die auffüllen und dann haben wir 5. Tada! Yes! Oh! Oh nein! Oh nein! Ja, sehr gut. You freed us. Thank you. Gerne. But it seems it had a terrible effect on Miranda. Please, find a way to bring her back to her senses. Natürlich. Bleib du bei ihr, pass gut auf sie auf. Wir sehen uns hier jetzt erstmal um. So, oh, was ist das denn? Die Bartusklette ist eine giftige Pflanze, deren Geruch so unangenehm ist, dass es selbst den tiefsten Schläfer wecken könnte. Benutze Handschuhe. Ja, na gut. Ja. Ja, habe ich gesehen. Zuerst Handschuhe anziehen. Okay. Bring doch einfach sie näher daran. Wie wäre das denn? Und dann hältst du sie da so drüber, weißt du? Das geht wohl nicht. Okay, was haben wir hier? Mir fehlen ein paar wichtige Teile. Offensichtlich. Warte mal, kann ich nicht mit der Handpuppe daran gehen? Ah, das geht. Okay. Kraut. Yes. Warte, irgendwas ist hier noch, ne? Irgendwas können wir hier. Oh, da kann man irgendwas graben. Ich werde nicht mit bloßen Händen drin rumwühlen. Das war nicht meine beste Idee. Ein starker Geruch. Nicht? Ich dachte, das funktioniert. Das stand doch da. Na gut, wir sehen uns erstmal weiter um. Aha, nehme ich sehr gerne. Oh, ich muss die Farbe auflösen. Das haben wir zufällig bei. Ja, läuft. Money, 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 money. Können wir mal wieder shoppen gehen? Ich möchte gerne mal wieder shoppen gehen. Wir haben 8 Dinger, das sollte reichen. So, was brauchen wir dann? Wir brauchen auf jeden Fall einen Frisiertisch. Nein, aber eine Großvateruhr. Nee, ich nehme das Teleskop. So, nämlich. Okay, haben wir noch irgendwas für 3 Punkte? Couchtisch? Nee, die anderen Sachen sind alle teurer, ne? Ja, das wird nichts. Doch hier, guck mal, den Parabank. Und so ein schöner. Na gut, ja. So, was haben wir hier? Mörser und Stößel, da kann ich irgendwas drin machen. Ah, okay. Um noch mehr Geruch daraus zu kriegen, oder wie? Lecker, 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 lecker. Ja. Was jetzt? Das kann ich hier aber unter die Nase halten, oder? Und hier braucht es etwas, was da eingesetzt werden muss. Riechkraut. Hm. Kraut zum Riechen. Hi. We're finally free. Ja. Thank you. Oh, I know this place. It's Walter's family's manor. Hm. Ach so, ich muss auch drücken. We can leave through the backyard. The lock seems broken, but you can search the house. I remember the code to open the front door. Hm, das wird bestimmt total unauffällig. That's it. Let's hurry. Before Walter realizes that his dollhouse is destroyed and comes after us. Ja, und ich glaube, genau darauf wird es hinauslaufen, ne? Dass wir Walter irgendwie aufhalten müssen. Hm. Okay, warum hilfst du uns eigentlich nicht? Ich meine, ihr steht jetzt da doof rum und genießt die traute Zeit. Und zwar sagt er, na, ist eigentlich gegönnt. So, Türkombination. Hier, ja, bringe Miranda zu sich. Ich weiß, haben wir geschafft. So, jemand hat den Klopfer mitgenommen. So, was? Okay, was ist denn hier? Das hier ist das, ne? Ja, gut. Was?
Zeige die Blumen in der Reihenfolge, wie sie auf dem Zettel steht. Wähle eine Blume aus, um auf sich zu zeigen. Also als erstes den da, als zweites den da, als drittes den da, 4 und 5. Schließe ein Minispiel in unter 10 Sekunden ab. Ich muss durch das Herrenhaus gehen. Es ist interessant, aber auch ein bisschen unheimlich. Unheimlich? Das ist total runtergekommen hier. Okay, das nehme ich mit. Da ist ja noch eine Puppe. Moment, wer ist das? Zerbrochene Marionette. Okay, Auktion. Achtung, meine Damen und Herren, wir laden Sie zu einer Auktion auf dem Gorpius-Anwesen ein. Der gesamte Besitz des kürzlich bankrotten Mr. Gorpius und seiner Familie wird versteigert, darunter Möbel, Schmuck und seltsames Spielzeug aus ihrer Fabrik. Howard Beck, Auktionator. So ist da also da dran gekommen. Mhm. Die Teller, die können wir so rausgebeln. Du hast Mütze gefunden? Ich weiß. Ah, was haben wir denn hier? Okay, und da gehört noch irgendwas drauf. Dieser antike Sessel war früher definitiv ein bisschen mehr dekoriert. Hm, mit Federn? Nein. Okay, so, hier haben wir das... Warte mal, ist das nicht das? Nee, das ist nicht das. Man kann kein Haus betreten ohne eine Haustür. Das möchte ich gar nicht so gerne. Die Schublade ist schon bessere Zeit. Ich sollte den Griff besser wieder ankleben. Kleber habe ich schon mal. Fump. Okay, können wir das hier nicht kurz für verwenden? Nee, das geht nicht. Hm, schade. Wie das hier aussieht, ey. Wie das hier aussieht. Oh, warte mal. So, guck mal. Yes. Dampf und kein Dampf. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Das nehmen wir nicht mit. Ist es scharf. Ich sollte es lieber wegfegen. Mit den Federn. Natürlich. Gotcha. Okay, so, den Griff haben wir auch. Hier fehlen Puppenspiel, was? Schnitzkunst? Kunst des Marionettenspielens. Mhm. Ein paar Bücher sind verschwunden. Oh, warte mal, hier gibt es noch ein Dingelchen zu finden. Jetzt haben wir das Dingelchen. Jawohl. Andenken. Aha. Okay, hier braucht es ein paar Sachen. Sie haben wir schon am Start. Genau, die anderen Sachen leider noch nicht. Okay, Marionette und Dekoration. Du kommst dahin, ne? Ja. Matsch. Sekundenkleber. Das und das und sonst nix. 3 von 3. Hey, aber den können wir erstmal hier ablegen. Okay, gotcha. Gut. Das war hierfür, wenn ich mich recht entsinne. Ja, cool. Wow, das geht aber schnell. Meine Güte, da wird gewimmelt. Okay, was machen die Pfeile? Oh nein. Oh cool. Also gut, wir sollen finden. Ein Kürbis, eine, was ist das? Eine Gitarre, ein Schmetterling. Kürbis, Gitarre. Ein Eichhörnchen, so ein Zirkel, Wirbel, irgendwas. Das hier, Gewicht, warte mal, Gewicht. Einen Schwan. Haben wir auch eine Zitrone dabei? Das käme mir sehr gelegen. Nein. Eichhörnchen sehe ich hier gerade nicht. Ist noch eine Libelle am Start. Wir können einfach... Nee, haben wir nicht. So. Biene. Da. Das da. Und die Schnecke. Die Schnecke auch. Und ein Schwert und ein Kreisel. Aber keine Biene. Eichhörnchen. Krokodil. Nee, kein Krokodil. Ein Schmetterling. Und... Den Kreisel sehe ich gerade nicht. Da ist der Kreisel. Finde 100 Objekte. Ja, ich finde es auch gut. Hier ist der Kreisel. Ein Schwan und ein Schwert. Einen Schwan und ein Schwert und ein... Okay, so. Und wo ist der Swan? Das ist nicht der Swan, den sie suchen, ne? Nö. Nö. Irgendwie, nee.
Okay. Wo ist der Schwan? Biene, Wespe? Nee. Das halte ich für eine Taube. Nee, sehe ich hier nicht. Okay, hier unten. Das sind Erbsen. Libelle. Was ist das denn da eigentlich? Eine Lilie, eine Eidechse, eine Ananas. Ist das da der Schwan? Das ist der Schwan. Okay. Oha. Na sowas. Ein Klopfer. Ja, sehr gerne. So. Jawohl. Hier kommen wir, vielleicht finden wir einen Weg nach draußen im Hinterhof. Ah, ich habe das Gefühl, wir gehen immer weiter hinein. Kann das sein? Ah, okay. Destroying my dollhouse was extremely foolish. But no matter. I'll still get my revenge. Obey me, Bernard. This man is your enemy. And you must kill him. Wieso hat er ihn noch unter Kontrolle? Oh, wow. Okay, wer war das? Ich sollte sie finden und fragen, was sie über diesen Ort weiß. Ja, ich glaube allmählich auch, dass er nicht alleine hinter dem ganzen Zeug hier steckt. So, mal sehen. Father, it's my girlfriend Miranda. We want to get married. Miranda und Walter kennen sich seit ihrer Kindheit. Ja, aber irgendwie, ja. Das ist schon ein bisschen. Cool. Ich kann Dinge zum Wachsen bringen. Cool. Was haben wir hier? Eins der Bücher. Ah, hier komme ich leider nicht dran. Aber mit der Haarnadel können wir es rausfummeln? Nein. Das ist hier oben nix. Ich glaube nicht, dass das... Oh, hi. Ein süßes Eichhörnchen. Ich werde ein Leckerli finden. Ja, auf jeden Fall. Aber an die Münze komme ich da noch gar nicht ran. Ich komme nur hier ran. Oh, okay. Das Laub ist wunderschön. Ich werde... Oh. So. Ja, natürlich. Alles klar. So. Hier komme ich nicht ran. Ist schon alt. Ich würde es niemanden stören, wenn ich noch ein bisschen mehr zerreiße. Na. Wieso komme ich? Doch, jetzt komme ich da dran. Du hast Münzen gefunden. Yes. Okay, wir brauchen erstmal ein Leckerli, ne? Hier, wie komme ich da ran? Ich könnte diese Nüsse zu etwas sammeln. Ja, dann mach doch mal. Macht er nicht. Okay, schauen wir uns weiter um. Gerne. Ach, mit dem richtigen Werkzeug und so, ne? Aber leider habe ich kein richtiges Werkzeug. Und hier braucht es definitiv einen Schlüssel. Der wird schon irgendwo in der Nähe sein. Tja, und nü? Was sollten wir... Ach so, hier wollte ich graben, ne? Nein, ich wollte es, aber ich sollte nicht, weil wegen Hände schmutzig machen. Furchtbar. So, hier braucht es eine Tür. Braucht es da denn sonst noch was? Ne, ich glaube nicht, ne? Nur die Tür. Okay, hier braucht es die Kugel. Da braucht es die beiden Bücher. Okay, hier braucht es ein Zahnrad. Okay. Oh, ach so. So. Ja, aber dann komme ich hier erstmal nicht weiter, ne? Warte mal, was ist da? Okay, da komme ich nur dahin. Ja, es war mehr dekoriert. Okay, alles klar. Zurück. So, hier komme ich nur da rein. Da brauche ich das Ding da. Habe ich aber auch nicht am Start. Mehr gibt's gerade nicht. Also ich muss im Hinterhof weitermachen, oder was? Wie komme ich da ran? Ich brauche etwas, das mir hilft, sie herauszuziehen. Und die Haarnadeln, sagst du, geht nicht.
Was ist das hier eigentlich? Kaputter Bolzenschneider. Oh, okay. Ja, gut, werden wir auch noch finden. Wieso kann ich die Nüsse da nicht abknibbeln? Ich könnte diese Nüsse zu etwas sammeln. Ja, wir wissen sogar schon einen konkreten Anwendungsfall. Hier. Oh, ja, ich weiß. Oh. Kann ich hier irgendwie dran rumbiegen oder so? Nee, das geht gar nicht. Hier kann ich auch nichts weiter machen. Und da komme ich direkt dorthin. Ich könnte die Kette durchtrennen. Naja, sicherlich nicht mit der Haarnadel. Guck mal, die hängt doch schon so auf halb acht. Ich bin sicher, du kannst das einfach auseinanderziehen. Hm. Und einen Schallschlüssel. Ah, kann ich das Seil denn hier dran festbinden und irgendwie nur kräftig ruckeln? Nee, das geht nicht. Okay. Tja. Achso, warte mal. Das geht. Ja, sehr gut. Okay, Messer haben wir schon mal. Messer ist cool. Können wir damit die Dinge abschneiden? Nein, können wir nicht. Da nix, da nix. Hier, da könnte ich dran rumbogen, ne? Ja. Okay. Ah, ich habe beschlossen, Miranda einen Antrag zu machen. Ich muss den Segen ihres Vaters einholen, obwohl er mich nicht mag. Ich hoffe, er wird seine Meinung ändern, wenn er mich besser kennenlernt. Walter. Die kennen sich seit ihrer Kindheit und der... Was? Und Mirandas Vater hat ihn nie kennengelernt? Was? Oh, oh, guck mal, was wir... Was? Oh, einen besseren Griff. Jo. Fump. Yay, Isolierband. Sehr cool. Okay, das beides können wir schon mal zusammenbringen, aber wir brauchen immer noch Schrauben, ne? Ja, genau, wir benötigen noch Schrauben. Mehr haben wir im Moment nicht am Start. Einen Löffel, kann ich mit dem Löffel hier graben? Das geht. Na klar. Okay, so. Ich platziere mich hier schon mal. Gleich werden wir das Zahnrad einsetzen, aber erstmal, ich brauche noch mal eine kurze Biopause. Wir sehen uns gleich wieder. Macht es gut. Tschüss.